Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, sozialen Wohnungsbau in Dresden in Schwung bringen und Erwerb von Vennovia-Grundstücken für gemeinwohlorientierte Wohnformen nutzen. Herr Hans, bitteschön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen im Stream, der Antrag ist schon ein bisschen älter. Leider aufgrund der Tatsache, dass wir im Stadtrat oft nicht alle Punkte schaffen, haben wir aber das genutzt, die Zwischenzeit, um einen Ersetzungsantrag zu erarbeiten, der sich an den alten Antrag anlehnt, aber ein paar Punkte, auch ein paar Rückmeldungen aus den verschiedenen Ausschussberatungen aufnimmt und das sozusagen aktualisiert. Das wäre mein Antrag, dass wir also über den Ersetzungsantrag und dann punktweise abstimmen, weil es doch auch sehr unterschiedliche Positionen von Fraktionen zu den einzelnen Punkten gab. Es sind auch verschiedene fachliche Punkte, werde ich noch mal kurz vorstellen. Generell will ich einfach sagen, wir haben ja eben das genutzt, dass die Vonovia sich von einem Teil ihres Wohnungsbestandes trennen musste im Zuge von einer Fusion und haben sozusagen entsprechend gewisse Wohnungen, aber in dem Fall auch eine ganze Menge Flächen statt einer größeren Anzahl von Wohnungen, die was ursprünglich mal geplant war, gekauft. Und es stellt sich jetzt erstens die Situation so dar, dass wir von diesem Ankaufsbudget noch zurzeit jetzt eigentlich noch 6 Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung haben. Da sind wir der Meinung, das sollte jetzt auch wirklich für diesen Zweck weiterhin genutzt werden. Wir haben jetzt dort das nochmal im ersten Punkt festgehalten. Ich bitte um Unterstützung, dass einfach quasi im Rahmen der Haushaltsvorstellung das mit auch von der Verwaltung quasi passiert. Ich gehe jetzt davon aus, dass dann im nächsten Doppelhaushalt da einfach die 6 Millionen eingestellt sind, um das zu aktivieren für die WED, um dann noch gewissen weiteren Wohnungsbau möglich zu machen. Aber wir haben es ja heute, glaube ich, auch und sonst auch wieder immer wieder gehört, wir haben eine schwierige Haushaltslage. Deshalb sind wir der Meinung, dass, das ist der Punkt 2, dass man wirklich jetzt überlegen muss, dass wir es nicht schaffen werden, in absehbarer Zeit, in den nächsten 5 Jahren, würde ich jetzt fast mittlerweile behaupten, überhaupt auf den angekauften Flächen Projekte zu entwickeln, also vielleicht zu entwickeln planerisch, aber definitiv nicht umzusetzen. Deswegen glauben wir schon, dass es angemessen ist, darüber nachzudenken, dass externe, gemeinwohlorientierte Wohnformen, sehen wir da, entsprechend auch eine Nutzungsmöglichkeit bekommen, entweder über Abbaupacht oder wenn es nicht anders geht, vielleicht auch über Verkauf von Flächen, damit wir diese Flächen auch für den Zweck, für den sie gedacht sind, für Wohnen aktivieren können und schneller, als es uns als Stadt möglich sein wird, entsprechend vorzubereiten. Und dritter Punkt ist, dass man vielleicht auch über Zwischennutzung nachdenkt, auch innovative Dinge, modulares Bauen. Wir haben ja jetzt auch teilweise bei Schulbauten Module gehabt, auch bei Kita, die man dann später irgendwie anders nutzen kann. Also das sollte man zumindest betrachten. Und ein letzter Punkt ist nochmal die generelle Unterstützung auch von gemeinwohlorientierten Wohnformen in Dresden, indem man eine Koordinierungsstelle schafft. Leipzig hat das sehr gut vorgemacht und kann dort sozusagen bestimmte Wohnformen und eben Bauen von Baugemeinschaften unterstützen. Bei mir um die Ecke, wo ich wohne, in Neugruna, ist es so, da gibt es so ein neues Wohnprojekt, was jetzt fast fertig ist. Grünes Haus heißt das, glaube ich, hat aber nichts mit den Grünen, mit uns zu tun, sondern weil es eben mit Holzbauweise ist, mit Dachbegrünung, Photovoltaik und auch Carsharing und so. Also es ist sehr ökologisch orientiert und das sind so Wohnformen, die man, also wo ich hoffe, dass es hier eine Mehrheit jetzt im Stadtrat gibt, wo man eben auch mit den Punkten 2 und 3, insbesondere den Punkt 2, auch dafür möchte ich wirklich nochmal werben, entsprechend mit einem Beschluss dafür sorgen kann, dass die Stadtverwaltung in die Richtung nochmal stärker nachdenkt, um sozialen Wohnungsbau, der eben nicht von der Stadt, sondern dann von Bauherrengemeinschaften, von gemeinwohlorientierten Baugemeinschaften ausgeführt wird, möglich zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier sind zwei Redner gemeldet. Wir würden beginnen mit Peter Krüger, CDU-Fraktion, danach Thomas Laczynski, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, die gesamte linke Seite steht vor den Trümmern ihrer Politik zum sozialen Wohnungsbau. Das wird heute wieder besonders deutlich. Ich möchte daran erinnern, als wir
die WED gegründet haben, hat die linke Seite vollmundig versprochen, bis 2024 ganz konkrete Zahlen, 5000 neue Wohnungen zu bauen. Sie haben sich damals regelrecht in einen Überbietungswettbewerb für solche Zahlen gelegt. Heute stehen wir vor dem Ergebnis, dass circa ein Drittel dessen, was Sie einst vollmundig versprochen, wir schon immer bezweifelt haben, realisiert wurde. Was wurde noch getan? Ich erinnere noch an die Feiztänze eines ansonsten von mir geschätzten Kollegen von der linken Seite, als die Mietpreisbremse, er konnte das noch viel schöner ausdrücken als ich, hier begründet wurde. Was hat die Mietpreisbremse denn hier für die Leute bewirkt? Nichts. Sie ist ein zahlenloser Tiger. Weiter möchte ich erinnern an das Thema, als wir uns gestritten haben über das Modell, wie bei Bauherren zwischen 15% und 30%, das sogenannte Bauherrenmodell, soziale Bauherrenmodelle, gestritten wurde. Was hat es bewirkt? Der Wohnungsbau in Dresden ist komplett zusammengebrochen. Nun hat es nicht nur etwas mit der Kommunalpolitik zu tun, auch landes- und bundespolitische Dinge spielen ja eine Rolle. Das wollen wir hier nicht verzweifeln. Aber es ist eindeutig das Ergebnis einer völlig fehlgeleiteten Politik, die uns heute hier zum Handeln zwingt. Wenn wir nicht 2006 im Zug des WOBA-Verkaufs vorsorglich 10.000 Wohnungen als Sozialwohnungen, als sogenannte Belegungsrechte reserviert hätten, wissen Sie, meine Damen und Herren, wie es heute hier in Dresden aussehen würde. Es wäre eine Katastrophe und wir müssen jetzt sehen, wie wir genau diesen Zustand bis zum Ablauf dieser Bindung hier in Dresden verändern. Dazu hat natürlich die Stadt den ersten Schritt getan. Sie hat erste Wohnungen erworben. Sicherlich muss auch noch viel Geld bereitgestellt werden, um diese zu sanieren und langfristig diese Belegungsrechte zu sichern. Gleichzeitig haben wir endlich mal an zwei großen Standorten Flächen erhalten, wo die WED mal bauen könnte. Die WED, ein groß angekündigtes Projekt, obwohl ich die dort Arbeitenden sehr schätze, auch den Geschäftsführer sehr schätze. Es ist einfach nur ein Trauerspiel, dort zuzuschauen. Das Ergebnis dieser Arbeit dort ist null. Nur die WED hat quasi das Bauen eingestellt. Wir haben Geld bereitgestellt vom Land, wir haben die Flächen bereitgestellt und selbst dann kann man aufgrund der ganzen Regularien, die wir eben hier in den heutigen Wohnungsbausätzen kaum noch Wohnungen bauen, weder die privaten noch die hoch subventionierte WED. Meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und heute stehen wir vor der Frage, lieber sonst wirklich auch, ich rede gern mit Ihnen in Haushaltsthemen, Herr Hans, vor diesem Thema, auch die Bauherrengemeinschaften. Ich bin schon lange genug hier in diesem Rat. Auch das ist für mich nur eine Blase, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder hochgepoppt ist und zum Ergebnis eigentlich nahezu nicht beiträgt. Die WED heute trägt in der zweiten Nachkommastelle im Wohnungsbestand hier insgesamt bei, also eine lenkende Wirkung, wie es einst vollmundig von der linken Seite versprochen wurde, um Mietpreise gering zu halten und keine Rede. Und jetzt wollen wir noch wieder diese Flächen, die wir jetzt endlich haben und wo dann die WED, wenn wir sie ihr zur Verfügung stellen, das haben wir ja bereits, jetzt müssen wir nur noch die Eigenmittel bereitstellen, dann endlich bauen kann und auch mal in Größenordnung bauen kann. Das wollen wir jetzt wieder für irgendwelche Luftschlösser, für Ideen, die in der Wirkungsweise für den Einzelnen nichts bringen, zur Verfügung stellen, das kann man nur ablehnen. Und das werden wir auch ablehnen. Wir werden die drei Punkte im federführenden Ausschussbericht ablehnen und auch den federführenden Ausschussbericht ablehnen. Und ich bitte hiermit um punktweise Abstimmung dieser Vorlage. Herzlichen Dank. Okay, dann Thomas Laczynski, AfD. Nein, dann machen wir weiter mit Herrn Dr. Lahmes, bitte schön. Ja, Herr erster Bürgermeister, vielen Dank für das Wort. Ich möchte ausschließlich auf das eingehen, was der hochgeschätzte Kollege Krüger hier gesagt hat zu dem Thema Mietpreisbremse. Das würde ich ganz gerne mal einem kleinen Faktencheck aussetzen. Nun haben wir keine soziologischen Erhebungen zu dem Thema, aber wir haben eine schöne Berichterstattung gehabt in der Sächsischen Zeitung vom 5. und 6. Oktober in der Wochenendausgabe auf Seite 3.
zu einer Wohnungssuche, die in Striesen stattgefunden hat, wo der Makler als Quelle herangezogen wurde und über die Bedingungen dort berichtet hat. Eine Wohnung, an der sehr viele junge Familien interessiert waren und sich um die Wohnung gekümmert haben. Eine hat sie dann am Ende bekommen, wie es so ist. Ich zitiere ganz kurz aus der Sächsischen Zeitung. Im Schnitt sind die Bestandsmieten in Dresden zwischen den Jahren 2010 und 2022 um etwa ein Drittel gestiegen. Damit lag das Mietniveau in der Stadt vor 2 Jahren knapp 4% unter dem Bundesmittel, nähert sich diesem aber immer weiter an. Seit 2 Jahren gilt in Dresden die Mietpreisbremse. Damit darf die Wohnungsmiete bei Abschluss eines neuen Mietvertrages maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, die sich wiederum aus dem Mietspiegel ergibt. Für die Wohnung auf der Kyffhäuser Straße in Striesen macht sich das erheblich bemerkbar. Ohne Bremse wäre die neue Warmmiete vermutlich mindestens 400 bis 500 Euro teurer. Das stand in der Sächsischen Zeitung und ich glaube, es war gut recherchiert. Okay, dann Herr Engel, bitte. Ja, ich werde jetzt nicht mit der Dresdner Presselandschaft weitermachen, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber Herr Krüger fordert uns dann schon ein bisschen heraus, um auch ein, zwei andere Dinge auch noch mal richtig zu stellen. Sie haben jetzt gerade so über das kooperative Baulandmodell gewettert. Das wäre hier für den Niedergang der Bauwirtschaft in Dresden verantwortlich und so. Ja, mitverantwortlich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir mit dem von mir auch sehr geschätzten Kollegen Flemming in Gesprächen waren und es eben darum ging, wie man das Thema kooperatives Baulandmodell, wo wir ja eine Pattsituation im letzten Stadtrat hatten, wie wir da zu einer Verständigung kommen. Das hat auch sehr, sehr viel Kritik uns auch eingebracht. Wir sind damals zu einer Verständigung, zu einem abgestuften Modell auch gekommen, wo gesagt wurde, okay, wir differenzieren eben zwischen der Größe des Bauvorhabens. Und das wurde am Ende auch mit Ihren Stimmen in diesem Stadtrat beschlossen. Dann können Sie jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein linkes Quatschmodell. Nein, Sie haben das mitbeschlossen, weil es eben notwendig war, da zu einer Neuregelung zu kommen. So, und ich will auch noch mal auf zwei, drei andere Sachen auch eingehen. Sie können natürlich sagen, ja, die WED hat ihre Zielstellung nicht erreicht. Und ja, ich will auch zugeben, dass das Baugeschehen ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Trotzdem bietet ja diese Analyse ihrerseits noch keine Antwort auf die Frage, wie wir eigentlich mit dem Auslaufen der Belegungsrechte im Jahr 2000, Mitte der 30er Jahre dann auch umgehen. Wir drohen dort wirklich in eine katastrophale Situation hineinzuschlittern, wenn wir da nicht zu einer Lösung kommen. Und da höre ich halt von der CDU wenig Antworten, wie man denn damit gedenkt umzugehen. Wir haben jetzt Bestände noch zusätzlich angekauft, wir haben Flächenpotenziale, das ist gut, aber das allein wird eben auch nicht reichen. Und ich glaube, wir tun gut daran, insbesondere Richtung Landesebene, beide sicherlich weiter zu schauen, wie wir insbesondere die Förderrichtlinie im Land auch weiterentwickeln. Ich habe dazu jetzt auch in dieser Woche nochmal Kontakt mit der WED, wie wir es hinbekommen, dort tatsächlich zu einem guten Modell auch zu kommen. Weil wir sehen das zum Beispiel bei der Förderrichtlinie zur Sanierung von Wohnraum. Läuft relativ gut im kompletten Land. Die nutzen wir ja als Stadt auch zum Teil. Und da könnte man sich einige Sachen durchaus anschauen, eben zum Beispiel einen stärkeren Bezug zu Baukostensteigerungen, eine gewisse Dynamisierung am Marktgeschehen. Das könnte tatsächlich dazu führen, dass sozialer Wohnungsbau auch unter den aktuellen Marktbedingungen wieder an einigen Stellen in Fahrt kommt. Ich will aber auch dem Eindruck widersprechen, dass überhaupt gar nicht mehr gebaut wird, zumindest auf der Moritzburger Straße in Dresden. Kann man sich nach wie vor eine WED-Baustelle auch anschauen, wo neue WED-Wohnungen auch entstehen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr wären, aber wir werden natürlich diesem Antrag hier jetzt auch zustimmen. Ich glaube, wir sollten aber Wohnungspolitik dann wirklich in ihrer ganzen Breite auch diskutieren und jetzt hier nicht einfach so ideologisch drüber wischen und die eigene Verantwortung am Gesamtprozess da vollkommen ausblenden. Dankeschön. Okay, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann die Frage an den Einreicher für das Schlusswort, bitte schön, Thorsten Hans. Ja, also der Herr Engel hat zum Glück ja auch schon einige Dinge benannt. Ich versuche es kurz zu halten.
Weil, Herr Krüger, ich muss auch sagen, Sie müssen sich schon entscheiden. Einerseits haben Sie gesagt, die WED hat jetzt, wir haben jetzt die Flächen für die WED, damit die was entwickelt. Andererseits haben Sie gesagt, eigentlich passiert da überhaupt nichts mehr, da geht nichts. Und haben auch die WED, die Sie selber dann damals, ich weiß, das war, glaube ich, bei Ihnen auch ein Ring in der Fraktion, soweit ich mich erinnern kann, als Nicht-Stadtrat damals, haben Sie aber auch das WED-Modell mitbegründet im Stadtrat. Also ich glaube, von daher sollten wir alle ein gemeinsames Interesse haben, dass was passiert, aber da eben nicht so viel passieren wird auf diesen freien Flächen, würde ich wirklich nochmal dafür werben, dass man diesen Punkt 2 beschließt, dass die Stadtverwaltung prüft, wie man das eben weitergeben kann. Und man muss einfach mal sagen, bei Bauherrengemeinschaften fällt zum Beispiel keine Kredite an, die noch Projekte, also private Bauträger eben natürlich erwirtschaften wollen und meinetwegen auch sollen, ist immer die Frage, in welcher Höhe. Und jedenfalls sind Eigenleistungen möglich und es ist eben eine Form, wo die Leute auch Eigentum bilden. Es sind ja nicht nur die Einfamilienhäuser oder die Doppelhäuser, es ist auch eine neue Form, die, glaube ich, von immer mehr Familien eben auch gewünscht wird, das so anzunehmen, aus verschiedenen Gründen, auch aus Kostengründen, und das sollten wir möglich machen. Belegungsrechte hat Herr Engel auch schon genannt, wir müssen uns dann eben Gedanken machen. Genau deshalb brauchen wir weiterhin Lösungen, wie wir damit umgehen, dass die Belegungsrechte auslaufen. Und vielleicht nochmal, was auch sozusagen Punkt 2 und 3 betreffen würde, unseres Antrages. Ich glaube, wir müssen in Deutschland noch viel mehr auch zum modularen Bauen kommen, zu innovativen Bauen. Und da haben wir ja auch in Dresden Institute, die sowas teilweise sozusagen auch erforschen, dort Projekte, Pilotprojekte durchführen. Und vielleicht können wir auch da mit der Zusammenarbeit TU Dresden und Ähnliches da auch mal was ausprobieren, auch auf diesen Flächen. Also deswegen glaube ich schon, dass unser Antrag mehrere Ansatzpunkte bietet, auch innovativ voranzukommen beim Bauen. Natürlich wird das nicht gleich der Riesenschlag sein, aber ich bitte noch mal um Unterstützung für die einzelnen Punkte und eben, dass wir den Ersetzungsantrag nehmen, ist durch für alle das Einfachste, dass man den von oben nach unten durchgeht, einzeln abstimmt. Okay, so machen wir das. Und deswegen rufe ich jetzt den Ersetzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen auf. Und wir würden zunächst über den Punkt 1 abstimmen. Ich bitte um das Stimmzeichen. Mit 28 Ja, 33 Nein, 3 Enthaltungen, keine Mehrheit gefunden. Ich rufe den Punkt 2 auf und bitte um das Stimmzeichen. Ja, 46 Nein, 0 Enthaltungen, keine Mehrheit gefunden. Ich rufe den Punkt 3 auf. Mit 20 Ja, 45 Nein, 2 Enthaltungen, keine Mehrheit gefunden. Und ich rufe den Punkt 4 auf. Mit 25 Ja, 41 Nein, 1 Enthaltung, ebenfalls keine Mehrheit gefunden. Deswegen widmen wir uns jetzt dem federführenden Ausschussbericht. Auch punktweise? Okay. Der federführende Ausschussbericht hat 4 Punkte. Wenn wir wollen, können wir 1 bis 3. Wer hier zustimmt, lehnt ab, um das nochmal deutlich zu machen. Und Punkt 4, wer zustimmt, stimmt auch entsprechend zu. Können wir uns darauf verständigen? 1, 2 und 3? Gut, dann bitte ich um Abstimmung 1, 2 und 3. So, damit die Ablehnung bestätigt. Mit 37 Ja, 26 Nein, 4 Enthaltungen. Und wir nehmen noch den Punkt 4. Und ich bitte um Abstimmung. Mit
21 Ja, 38 Nein, 8 Enthaltung abgelehnt. Und das führt uns zum Ursprungsantrag. Den würde ich jetzt komplett abstimmen lassen oder ist auch punktweise? Gut, dann stimmen wir den Ursprungsantrag komplett ab. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. (21 Ja, 38 Nein, 8 Enthaltung, damit keine Mehrheit bekommen. Das führt uns zum Top 17.5, sicheres Radfahren, geschützte Radfahrstreifen für Dresden, Einreicher.